Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire. Ja, nee, das war die falsche Richtung. Wir waren ja in der letzten Folge fleißig und haben hier die nette Dame getroffen. Warum stand ich eigentlich da vorne? Wir müssen hier raus, genau. Unser weiteres Vorgehen wird jetzt sein, ich habe das hier mal schon vorbereitet, also das ist hier noch die Mission mit dem Restaurantkritiker, die könnten wir vielleicht auf dem halben Wege mitmachen, dass wir kurz hier einen Abstecher machen, hoffentlich, und noch zu Lady Ashbury gehen, bevor wir uns, vielleicht gehen wir auch nochmal zum Krankenhaus, bevor wir uns letztendlich dann hier zum Grand Guignol oder so ähnlich aufmachen. Wir müssen doch da oben, so wie es scheint. So, hier müsste wieder ein Viech sein. Nee, das Viech ist nicht da. So. Und hier müsste alles clean sein, hoffentlich. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, sind wir. Die Frage ist, was wird uns erwarten hier? Hoffentlich ein bisschen Ruhe. Hier können wir durch. Hier müssen wir wirklich durch? Nee. Warte mal. Pearl and Feather. Flying Horse Tobacco. Clothing. Haben wir das nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich mache erstmal hier. Ist nicht verschlossen oder aufgeschlossen worden. Okay. Wir suchen hier ein Lokal. Was haben wir denn da zu erwarten? Ein 26er. Okay. Oh, wer bist du denn? Ein 25, okay, das kriege ich hin. Ich sollte Orchard. Mhm. Wo sind wir denn hier eigentlich? Was? Was? Hör ich hier was? Sehe ich hier was? Was? Ich bin vor Ascalon. Danke. Hier wird nicht geheilt. Hier wird nicht geheilt. Wir hatten aber so gut wie nichts mehr. Wir sollten mal hier reingehen. Was ist hier los? Hallo? Ein Unbekannter. Hi. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Da war nichts weiter. Interessant. Okay, haben wir hier. Hier. Und Geld. 5. Ketzerei des reinen Blutes. Reines Blut. Wir kennen den Ausdruck. Wir haben ihn in den faulen Mündern der Ketzer und der ausländischen Barbaren gehört. Und haben ihn manches Mal selbst benutzt. Doch wissen wir, was er wirklich bedeutet? Ein Vampir, der aus seinem unsterblichen Schoß geboren wurde, ist eine widerliche Vorstellung. Wie würde so ein Wesen seinen Platz unter den Lebenden finden? Was wäre sein Lebenssinn? Der unsere ist eindeutig, Gentleman. Ascalon beschützt das Weltreich und seine Bürger. Wir sind Schutzherren und Hirten. Auch wenn wir manchmal Schafe für unseren Selbsterhalt opfern müssen. Wer die Schuld auf sich lädt, dem Verlangen erliegt. Ein untotes Kind zu zeugen, muss ausgerottet werden. Aha. Ach so, wenn die normal gezeugt werden, ist das nicht gut, ja? Aber das ist hier, glaube ich, lokal gerade. Ups, da wollte ich nicht hin. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Doch, wir haben den einen Ort, haben...
Oh, wir haben die Mission schon erreicht. Okay. Okay. Darf ich dich hin? Ungefähr möchte ich dahin. Also das heißt, ich muss hier hinten links raus. Ein X markiert die Stelle. So. Und ich muss links runter und dann links runter. Langer Gang, viele Leute. Westend stabil. Das ist gut. Wir hätten hier noch einen Unterschlupf, aber der ist leider um die Ecke hier rum. Oder aber wir kommen... Blödsinn, na klar, kommen wir hier rein. Ist sogar unsere Butze hier. Warte mal, ich muss hoch. Ah, da ist Mutter. Nee, das war's nicht. Die Butze war hier. Und die da. So, schlafen wollen wir nicht. Ich will das nicht alles resetten. Alles auffüllen, okay. So. Mal gucken, was wir machen können. Och, guck mal hier. Scheiß auf den Wiederverkaufswert. Aber hier hätten sie ein Feature einbauen sollen, dass man das irgendwie alles verkaufen oder den ganzen Stapel verkaufen, weißt du? So. Damit können wir nämlich jetzt den sowieso nicht mehr. Doch, den... Oh, 21 haben wir. Wollen wir Schaden erhöhen oder Ausdauer senken? Ich glaube, ich erhöhe hier nochmal den Schaden. Danke. Dann nehmen wir unser Dings hier. Ah, da können wir noch. Wir können hier den Schockschaden erhöhen oder den Ausdauerverbrauch verringern. Ganz ehrlich, da... Kann ich nicht? Achso. Ah. Da muss ich... Achso. Ah, Mist, kann ich nicht machen. Ich muss erst auf Stufe... Ach, die war noch nicht auf Stufe 5. Achso. Okay. Okay, okay, okay. Der Flock ist fertig. Gewöhnliche... Hier können wir... Hier haben wir Nieten. Kann man nochmal die Feuerkraft erhöhen? Die erstmal bis wir auf... Ah, erstmal bis wir hier auf die... Ich habe die noch nicht benutzt, ne? Komischerweise. So. Ach, da war ja noch Mythenschrotflinte, ich Idiot. Na, ist egal. Ist nicht so schlimm. Verdammt, mein Fehler. Jetzt haben wir mehrere. Können wir natürlich verkaufen, logischerweise. Und, nee, upgraden wollte ich nicht. Warte mal, die anderen Dinger hier. Brauchen wir hier noch was? Nee, hier haben wir alles, wobei hier, das können wir. Okay, haben wir. So, wollen wir hinten raus? Hinten raus macht nicht viel Sinn. Wir gehen vorne raus. Bring me my glasses. I feel like reading. Nö, ich bring dir jetzt nicht deine Brille. So, ich hoffe, er hat nichts resettet. Wir müssen jetzt hier... Ah, warte mal. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Hä? Goodbye, Mr. Reed. Haben wir das nicht? Wir haben doch die Quest gemacht, oder? So, wir müssen die große Straße weiter runter, okay. Bam, 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 bam. Bam, bam. Mal mitnehmen. Nichts einfach so liegen lassen. Und raus aus der Quarantäne. Oder rein in die Quarantäne, je nachdem, wie man es will. Okay, geradezu und dann rechts. War klar, dass da welche sind. Aber wir gehen erstmal zu unserer Freundin.
Ach so, hier haben wir noch gar nicht aufgeräumt, ne? Fällt mir gerade ein. Hier gibt es doch bestimmt noch viele Sachen, die wir mitnehmen können. Und Geheimnisse. Die vielen, vielen Geheimnisse. Ein Tagebuch. Uiuiuiui. Heute Nacht habe ich mit Mutter die Kranken im East End besucht. Es ist lange her, seit ich in diesem traurigen Teil der Stadt war. Es hat mich sehr gerührt, wie sie diesen armen Menschen zugehört und sie getröstet hat. Sie versucht grundlegend etwas zu verändern und diesen Männern und Frauen zu helfen. Außerdem hat sie heute Nacht einen von ihnen umgebracht. Das geschah so schnell. Ich bemerkte es nicht einmal, als sie verschwand. Doch als sie wieder da war, wirkte sie viel lebendiger, viel lebhafter. Ich wusste sofort, was passiert war. Sie nahm ein Leben und ich sah nichts. Wir kehrten heim, ohne ein Wort zu sprechen. Sollte ich jemals eine Vampirin werden, würde ich nicht von Sterbenden zehren. Ich würde die Schuldigen und Gewalttätigen töten, wo auch immer sie sich verstecken. 13. September. Als ich an diesem Nachmittag für das Frauenwahlrecht warb, haben mich zwei Männer in einer Gasse bedrängt. Ich habe so laut ich konnte um Hilfe gerufen, so wie Mutter es mir aufgetragen hatte. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn nicht ein Soldat plötzlich die Männer zurechtgewiesen hätte. Er brachte mich dann nach Hause und versuchte mich zu küssen. Ich weigerte mich, dann ging er wortlos. Die ganze Geschichte machte mich so traurig. Ich weinte immer noch, als Mutter nachts wach wurde. Ich erzählte ihr alles und sie umarmte mich. Später gingen wir ins Theater und sahen uns Doris Fletchers neues Stück an. Ich glaube, es kränkt mich ein wenig, dass Mutter nicht losstürmte, um mich zu rächen. Ich würde als Vampire nicht so gnädig sein. 15. September. Letzte Nacht haben Mutter und ich schlimm gestritten, weil sie sich mal wieder geweigert hat, mich unsterblich zu machen. Ich erinnerte sie daran, was mir mit den zwei Männern in dieser Gasse hätte zustoßen können. Sie hätten bewaffnet sein können. Es wäre ganz anders abgelaufen, wenn ich ein Vampirin wäre. Sie aber hat nur gelächelt und gesagt, ich müsse bereit sein, dieser Welt die Stirn zu bieten, um ein Teil von ihr zu werden. Ich weiß nicht einmal genau, was das heißen soll, doch es macht mich verrückt. Ich bin mitten in der Nacht aus dem Haus und zu Emily gerannt. Dort verbrachte ich den ganzen Tag. Vielleicht ist die Zeit gekommen, auszuziehen und so wie Emily mein eigenes Leben zu leben. Ich liebe Mutter sehr, aber es ärgert mich ebenso, wenn sie Gespräche über meine Verwandlung unterbindet. Heute Nacht bin ich so traurig wie aufgeregt, denn ich werde dieses Haus endgültig verlassen. Mutter erlaubt mir, in eine eigene Wohnung im Westend zu ziehen, die aber nicht zu weit von ihrem Haus entfernt sein dürfte. Oder durfte. Ich habe ihr versprochen, sehr vorsichtig zu sein. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und sie mir, dass sie stolz auf mich sei. Sie möchte einfach, dass ich so stark und unabhängig wie sie bin. Das verstehe ich jetzt. Zugegebenermaßen bin ich ihr dankbar für alles, was sie mir über die Jahre beigebracht hat. Sie hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Von nun an beschreite ich meinen eigenen Weg. Ich entscheide nun, was ich mit meinem Leben anstellen will. Und eines weiß ich genau. Sollte ich je unsterblich werden wollen, beziehe ich meine Mutter in diese Entscheidung nicht mit ein. Dies ist mein Leben. Und ich bin verantwortlich für meine Taten. Neuer Hinweis. Tja. So sieht's aus. Oh, hier ist noch was. Da oben ist er. 20. Ach, hey. Sind das Büsten von ihr? Nee. Bist du eine Tür? Nee. Der ist schon offen. Abgeschlossen. Dracula für die inspirierende Lady Ashbury. Es gibt Lichter im Leben, aber es gibt auch Schatten. Sie sind eines von den Lichtern. Bram Stoker. Sidekick. Aha. Okay. Schön. Schöne kleine Anspielung. Finde ich gut, finde ich gut. Wir gehen erstmal ins andere Zimmer. Was zu ist, okay. Wir gehen nicht ins andere Zimmer. Ah, sie malt, okay. Wir klauen ihr erstmal noch ein paar Sachen. Die Tragödie der Blutnacht. Nur wenige von uns verblieben nach dem Schock der großen Jagd. Ich war einer von ihnen. Ich erinnere mich, wie die plötzliche feindliche Attacke uns alle überraschte. In diesen wenigen Nächten wurde viel Blut vergossen. Manche der Überlebenden gingen ins Exil. Ich mache ihnen keine Vorwürfe, doch ich bedauere ihren Mangel an Standhaftigkeit. Wir brauchen Mut, um die Interessen des Weltreiches zu beschützen. Wir brauchen Mut, um unsere Werte zu verteidigen. Erinnern wir uns alle an William Marshall, der niemals in die Knie ging? Mein geliebter Schöpfer mag schon lange von uns gegangen sein, aber sein Vermächtnis lebt weiter unter uns. Wir haben einige Tropfen seines heiligen Blutes aufbewahrt, um uns daran zu erinnern, wer wir sind und was wir anstreben. Ehre, Reinheit und Vortrefflichkeit. Als sein Abkommen und sein Freund hatte ich die Ehre, häufig mit dem Ritter zu sprechen.
Er erzählte mir von den Tränen der Engel, diesem heiligen Trunk, der den unersättlichen Hunger stillen sollte, den wir alle spüren. Nie beendete er seine Suche nach dem Artefakt, obwohl er nicht einmal wusste, ob es überhaupt existiere. Ich bewunderte seine Beharrlichkeit, mit dieser Beharrlichkeit, diesem unverrückten Glauben an etwas Größeres, werden wir nur alle noch kommenden großen Jagden überleben. Ascalon wird nie untergehen, denn er ist ein Inbild. Okay. Sieht aus wie Van Gogh. Nichts weiter? Gut, Lady. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Mein Liebster. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Priwen. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Okay. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Skulls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. There are many paintings adorning the walls here. Yes. Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. Okay. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. Ooh. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Warum? Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Nun ja, ach, das sind wir. Ja, kann man so sagen. Nun gut, ist jetzt ein bisschen unspektakulär gewesen, die Folge. Aber ich glaube, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir werden dort schnell dann zu Dr. Swansea, damit wir dieses störende Ausrufezeichen wegkriegen, gehen, um dann von dort hier schräg rüber, hier über das Wasser können wir, ansonsten über die Brücke, dann hier weiter mit der Hauptquest weiterzumachen. Machen wir so. Ne? Genau. Also bis zur nächsten Folge und bis dahin, euer Firefox.